Hi Filmfreunde, willkommen zu einem neuen DVD und Blu-ray Update von mir. Ja, ich habe jetzt gerade mit meinem Kumpel, dem Alex Lotz, Sendomania, 2,5 Stunden lang telefoniert. Und wir haben uns wieder über allen möglichen Scheiß ausgelassen. War quasi so ein Live-Hangout am Telefon, wenn man so will. Wir sind auch noch nicht fertig, aber das ist egal. Ich habe hier mir etwas von Müller gekauft, Amazon und Rebuy. Hauptsächlich Rebuy. Rebuy hatte mich wieder in seinen Klauen und hat mich nicht losgelassen. Und da habe ich dann doch das ein oder andere Schmankerl wieder gesehen, was unbedingt in meine Sammlung musste. Es war noch ein bisschen Blindkauf dabei. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt einfach an. Anfangen möchte ich mit den Blu-Rays. Von Studio Kanal veröffentlicht, Die Fürsten der Dunkelheit, Prince of Darkness von John Carpenter, Uncut, ist ja jetzt endlich mal vom Index verschwunden, wo er ja unnötigerweise wieder rumgegammelt ist. Hier in einem schönen Schuber. Also, kann man nichts sagen, sieht schick aus. Mit dem alten Videocover, das gefällt mir auch sehr gut. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Extras hätten wir zum Beispiel drauf, Regisseur, Audiokommentar, Trailer und eben das Wendecover ist ein bisschen mager, aber immerhin. Die Bildqualität ist hervorragend. Jetzt sieht man mich vielleicht sogar. Schauen wir rein. Die Blu-ray sieht sehr gut aus und der Film hat auch ein Wendecover. Ist eine Empfehlung wert. Also wirklich, Fürsten der Dunkelheit. Konnte mich nach wie vor auch noch überzeugen. Ich bin ja eher so wie... Ich wiederhole mich, ein Oldschool-Freund. Sollte das nur wieder zurück. Schicke Aufmachung. Gehört in jede Sammlung, wie ich finde. Fürsten der Dunkelheit. Ja, ja. Batman. Ja, nicht die 60er-Jahre-Serie, die ich unbedingt auch gern hätte, sondern ich habe mir die Batman-Reihe geholt von 89 bis 97. Die ersten beiden von Tim Burton und die anderen beiden von Joel Schumacher, aber nichtsdestotrotz, als Batman, ja Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand Batman schon als Kind immer ziemlich cool und die Tim Burton Filme haben mir auch sehr gefallen. Das ist jetzt der Schuber, ist jetzt nicht hier der stabilste vielleicht, aber naja, meine Güte, ich werfe ja auch kein Frisbee damit. Enthalten sind wie gesagt alle 4 Batman Teile, der 80er und 90er. Wobei ich sagen muss, dass Batmans Rückkehr die geilsten davon sind. Also Batmans Rückkehr ist sogar einen kleinen Tick besser wie Batman selbst. Und Batman Forever und Batman und Robin waren ja dann eher so, ja, groovy, sage ich jetzt mal, so mit Farben übersättigt. Und ja, war jetzt nicht mehr ganz so, aber als, ja, Trash... Ja, möchte es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bezeichnen, aber wenn man die Atmosphäre dieser beiden Filme kennt und diese dann danach anschaut, naja gut, egal. Schauen wir kurz rein, Wendeker war es nicht, der Flatschen ist drauf auf der Hülle. Hier weiß, also hier der erste Teil fehlt. Die Bildqualität ist, ich habe jetzt mir nur bisher Batman angeschaut und Batmans Rückkehr. Die Bildqualität ist okay. Also... Gibt auch Schlechteres, kann man so sagen. Ich finde es okay, passt schon. Also wie gesagt, der erste Teil ist noch ein Blu-Ray-Player. Und so sehen die Blu-Rays aus. Also ich finde sie sehr schön bedruckt. Halt überall verschandelt mit diesen ganzen ab 12 Warner Brothers. Hier diese ganzen Flatschen, das hätte alle absolut nicht sein müssen. Hier Batman Forever. Und hier dann noch eben der oberfreakige Batman und Robin mit Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger. Naja gut, es wird wahrscheinlich heute wieder ein kleineres, längeres Video werden, da es doch ein XL-Update ist. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht und Lust. Gut, ein Film, den ich jetzt nicht so lange in die Kamera halten muss, den habe ich ja, in meinem letzten Video habe ich ein Review drüber gemacht. Dark Angel mit Dolph Lundgren, geiler Film, aus den 90ern. Brauche ja nicht viel sagen, ist die UK-Fassung. Soll ja jetzt dann als Blu-ray erscheinen. Vielleicht fliegt er dann auch mal vom Index, ich glaube es zwar nicht, aber mein Gott, muss man halt zu den Nachbarn greifen, wenn man es will. Brauche jetzt nicht groß vorstellen, habe ich schon getan. In meinem Review darüber, jetzt muss ich nur die Hülle wieder richtig zukriegen, so. Geiler Film aus den 90ern, schön retro, gefällt mir gut, bis auf das Cover, aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Gut, ein Film, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, Paranorman, von den Macher von Caroline.
den ich auch nicht gesehen habe. Ich habe mal einen Trailer gesehen oder eine Szene mit diesen Zombies und so einem Getränkeautomaten oder was das war. Ich fand es eigentlich recht witzig. Und Kritiken hat der Film eigentlich auch gute bekommen, also auch hier auf YouTube. Bin ich mal gespannt, also das sieht recht witzig aus. Animierte Filme, also ja, so schön wieder mit Stop-Motion animiert, das gefällt mir sehr gut. Die DVD ist schlicht, ja, mit Wendecover, ich habe schon gewendet. DVD, ja gut, ist vielleicht auch so gewollt, ich weiß es nicht. Weißer Hintergrund, schwarze Schrift. Schauen wir mal. Paranorman, bin ich mal sehr gespannt. So, weiter geht's mit, den Film habe ich jetzt übrigens beim Müller mitgenommen. Und das ist bis jetzt Amazon, was hier liegt. Kommen wir nochmal zu einem Amazon-Film. Einen wirklich geilen Film, wie ich finde. Split Second mit Rutger Hauer. Provozieren, schockieren, hart an der Grenze. Ja, gut. Das ist halt ein typischer B-Movie, aber richtig geil mit einem fiesen Alien, wenn man es erkennen kann. Und Rutger Hauer spielt halt, ja, den knallharten, versoffenen, fertigen Cop. In London im Jahre 2008, steht auch hier glaube ich drauf, also ein bisschen postapokalyptisch, Verzeihung, wir wissen ja, dass es nicht so ist im Jahre 2013, aber damals hat man sich das halt so vorgestellt, ist auch ein Jahr, ist im Jahre 1993 glaube ich, oder aus den 90ern auf jeden Fall, mit coolen Effekten, coole Sprüche, geile Schauspieler, passt eigentlich alles, ist halt ziemlich untergegangen der Film. Das Cover gefällt mir jetzt zwar nicht so, da hätten wir es ein bisschen vielleicht retro-mäßiger gestalten können, aber naja, hat auch ein paar blutige Effekte drin. Also es ist jetzt nicht groß was für den Gorehound zu sehen, aber halt eben, wenn das Alien oder der Killer zuschlägt, sieht man die Endergebnisse und die sind halt doch ziemlich schmodderig gemacht. Also das muss man schon sagen. Da spielt auch Kim Cattrall mit, die sich ja nie zu schade war, ihr T-Shirt auszuziehen unter der Dusche. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ungeschnitten, naja gut, Wendecover war das der ganze keins. Naja, aber ein Film, den ich ruhigen Gewissens empfehlen kann. B-Movie-Freunden sowieso. Gut, dann kommen wir jetzt so langsam. Ne, halt, da hätten wir noch was von vom Müller. Austin Powers, Spionin, geheime Missionarstellung. Also ich finde diese Filme, die Reihe ja sehr geil. Ich habe jetzt, das ist der zweite Teil. Ich habe den ersten und den dritten noch nicht zu Hause. Den habe ich hier für 3 Euro, glaube ich, mitgenommen oder 4 bei Müller auf dem Grabbeltisch. Und sehr geile James Bond Parodie im Stil der 60er Jahre. Schräge Charaktere, schräger Humor. Also muss, es ist auch Fäkalhumor dabei, aber muss man mögen. Ich mag's. Von Kinowelt rausgebracht. Ist sehr witzig mit Mike Myers in, ich glaube, 3 oder 4 Rollen, wo er das spielt. Dr. Evil, sowieso ganz köstlich. Oder sein Sohn, nicht Minimi, sondern Scott, der gespielt wird von, wie heißt das, Seth Green. Also wirklich herrlich. Wendecover war das Ganze auch. Habe ich auch schon gewendet. Das sieht auch sehr schick aus. Austin Powers, wenn man mal wieder lachen will, ist man mit dieser Reihe gut bedient, finde ich mal so. Gut, kommen wir zu Rebuy. Den Film kennt jeder, den brauche ich auch nicht groß vorstellen. Chucky und seine Braut in der Special Menü Design Diamond Edition. Naja, gut. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, was das heißen soll. Diesen Film habe ich ja bis jetzt nur auf VHS besessen und da ich ja meine Chucky-Reihe ausbauen will, jetzt kommt ja auch bald der neue, dachte ich mir, nimmst ihn günstig mit bei Rebuy. Ich gezahlt 2 Euro, glaube ich, ab 18. Und ja, ich finde ihn ziemlich cool. Macht Spaß, ist jetzt nicht mehr so ernst wie die ersten Teile, aber meine Güte. Wobei man ja sagen muss, hier mit einem kleinen Booklet sogar, wobei man ja sagen muss, Chuckys Baby war ja, ja, Pumuckl auf LSD kann man sagen. Also der war ja noch abgespaceder als der hier, der macht noch Spaß. Chuckys Baby hat mir auch gut gefallen, ist halt Trash in meinen Augen, aber gut. Humorig und ist okay, nimmt sich nicht mehr so ganz so ernst wie die ersten drei Teile. Chucky und seine Braut. Weiter geht's mit einem Film, den ich beim Filmgespenst entdeckt habe und den ich auch mal gesehen habe. Island of Terror, Insel des Schreckens mit Peter Cushing von 1966. Ist ein cooler kleiner Horrorfilm mit einigen doch schmottrigen Effekten, wenn ich das noch richtig weiß.
in der Sammler-Edition. Weiß jetzt nicht, was da sammlermäßig sein soll. Also Bonus hätten wir ja eh bloß Kino-Trailer, Werbematerial und so weiter und so weiter. Aber hat mir eigentlich damals recht gut gefallen. Und so auf so Monster-Horror stehe ich sowieso. Passt, ich glaube, das Filmgespenst hat auch ein Review drüber gemacht. Und da kam der Film mir wieder in den Sinn. Das Cover finde ich auch ziemlich cool. Also bin mal gespannt darauf, den Film wieder zu sehen. Ja, weiter geht's mit Ria M. von Stephen King. Wo es war, glaube ich, seine eigene und einzige Regiearbeit, wo er selbst gemacht hat, mit Emilio Estevez und so weiter. Von Kinowelt gibt es ja zwei Fassungen, aufgepasst. Die 16er Fassung ist logischerweise geschnitten. Die 18er Fassung ist angeblich uncut. Ist ab 18. Mit coolen Oldschool-Effekten, denke ich mal. Also, ich muss zugeben, ich habe den Film noch nicht gesehen. Den hat, glaube ich, der Sendermania bei sich zu Hause auch im Regal stehen. Schräge Idee, bin mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Splatter-Orgie, boah, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, ob der jetzt so blutig ist. Ist auch egal. Hauptsache die Atmos stimmt und das sieht für mich schon sehr spaßig aus, was da hinten dran ist. Also vor allem dieses Gesicht, wo er dann, glaube ich, auf dem Truck zu sehen ist. Also vom Namen her sagt mir der Film was, aber gesehen habe ich noch nicht. Ich bin mal sehr gespannt. So, Ria M. Ja, kommen wir wieder zur Slasher-Schiene, die ich mir gekauft habe für 1 Euro. Eine 2-DVD Special Edition aus Deutschland. Schools Out. Teil 1, Schrei, denn ich werde dich töten, habe ich damals auf RTL gesehen. Vor Jahren, vor zig Jahren mal. Also als ja, Teenager vielleicht oder ja, weiß nicht genau. Den zweiten Teil habe ich noch nie gesehen, die Insel der Angst. Die soll sich auch abheben vom ersten Teil. Also das ist jetzt nicht mehr so Slasher, das ist ein Slasher. Vor allem aus Deutschland, es spielen auch wieder die ganzen Klischee-Charaktere mit und auch unsere und auch Stars, wie Eni Van die Mike Glock hier ist oder so in einer Nebenrolle, wo man hier sehen kann, hier, da ist sie noch mit roten Haaren und so weiter, also ist okay, also ich bin mal gespannt, ob der ja, ob der Film noch was taugt und wenn, ob, wenn ja und auch wenn nicht, er wird in meinen Slasher Reviews auf jeden Fall auseinandergenommen werden. Bin mal gespannt nochmal drauf. Also für 1 oder 2 Euro, weiß ich gar nicht mehr, mache ich da glaube ich nicht, habe ich nicht so viel falsch gemacht. Verzeihung. Gut, kommen wir zu einem Film, den habe ich glaube ich mal beim DJ 79 gesehen, King of the Hill. Der Trailer sah eigentlich recht vielversprechend aus. Ich habe noch nicht geschaut, also die meisten hier habe ich noch nicht geschaut. Bin mal sehr gespannt drauf. Geht ja, glaube ich, um irgendeinen Typ, der eine Autopanne hat und dann auf einmal von irgendwelchen Sniperschützen oder einem Sniperschützen oder eben Gewehrschütze, wenn man so will, beschossen wird. Und das den ganzen Film über, man weiß gar nicht, wer da schießt und warum. Also gesehen habe ich noch nicht, erst dann auf der Flucht mit einer Tussi irgendwie so. Bin mal sehr gespannt auf den Film. Hat mich neugierig gemacht und der Trailer sah, wie gesagt, auch ziemlich spannend aus. Hoffentlich kann dieser Film auch das Niveau halten. Oder der Trailer hat eben wieder zu viel gezeigt oder eben die besten Szenen. Mal schauen. King of the Hill. Diesen Flatschen kann man, glaube ich, ja, den kann man ablösen. Hoffentlich kriege ich ihn auch richtig ab. So. Weiter geht's mit einem Steelbook. Halloween von Rob Zombie. Das Steelbook sieht sehr, sehr geil aus. Hat auch keine großen Gebrauchsspuren, also hat Rebuy mich nicht enttäuscht. Weil bei Steelbooks bin ich ja, wenn dann Rebuy, ziemlich vorsichtig, weil es eben Gebrauchtware ist. Aber es gefällt mir sehr gut, sieht schick aus. Diesen Film, viele meckern ja, scheiß Halloween-Teil oder halt Neuverfilmung, aber ich finde ihn eigentlich recht geil. Ich finde ihn recht gelungen, schön böse, schön düster für einen Rob-Zombie-Film. Den zweiten Teil, man muss auch dazu sagen, man soll solche Filme eigenständig betrachten und nicht mit dem Hinterkopf von den Klassikern Halloween. Ich bin jetzt kein Halloween-Fan, also ich finde ihn ziemlich cool gemacht. Hat mir gut gefallen. Nur der zweite Teil von Rob Zombie, da muss selbst ich sagen, also das war ein Schlag in die Fresse für jeden Halloween-Fan. Also der ging irgendwie gar nicht, also ich weiß auch nicht.
Vielleicht gebe ich ihm mal nochmal eine Chance, aber allein schon, dass Michael Myers dann reden darf, wenn es auch nur ein Satz ist. Aber, nee, mal schauen, schauen wir mal kurz rein. Disc. Ich habe auch schon die Discs angeschaut, also die sehen gut aus. Allesamt. Von jedem Film. Hier ist ein bisschen Werbung mit Zurück in die Zukunft. Wer den noch nicht gesehen hat, anschauen. ja, und ziemlich cooles Cover. Auch im Hintergrund schön. Schönes Artwork. Also doch, kann man echt nicht meckern. Sieht cool aus. Und habe jetzt auch, glaube ich, für 1,50 € mitgenommen. Halloween. Passt schon. Ich glaube, mir geht heute auf jeden Fall der Platz aus. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das alles stapeln soll. Ist aber egal. Weiter geht's mit einem Unterwassermonster-Horror Leviathan. Mit Peter Weller, Richard Crenna und David Stern spielt, glaube ich, auch noch mit. Daniel Stern, nicht David Stern. Sehr geiler Film, wie ich finde. Spannend. Schönes Monster-B-Movie mit einem Monster, das man jetzt zwar erst gegen Ende richtig zu Gesicht kriegt, aber meiner Meinung nach ein bisschen Tick besser als Deep Star Six, der mir jetzt zwar auch gefallen hat, aber von dem ich mir damals auch mehr erhofft habe, als dann letztendlich rauskam. Effekte sind von Stan Winston. Peter Weller sagt ja jedem, was ist Robocop. Also hat auch ein paar schmottrige, blutige Effekte zu bieten. Hat mir das sehr gut gefallen und wurde mal Zeit, dass er in meiner Sammlung landet. Also das ist jetzt ein anderes Cover-Motiv. Da gibt es mehrere, glaube ich, zwei oder so andere Cover, dass er mir am besten gefallen. Also so kann man sagen, sieht das Monster dann aus. Ja, auch von der Story her recht interessant gemacht. Fand ich cool. Leviathan. So, was für meine, ja, Found-Footage-Sammlung, The Silent House, kenne ich jetzt schon. Das Einzige, was mich gestört hat, war das Ende. Das haben aber viele gesagt. Angeblich ein Film, der in einem Rutsch durchgedreht wurde, also ohne Schnitte. Was ich jetzt nicht glaube. Also in ein, zwei Szenen sieht man deutlich, dass da geschnitten wurde. Aber was soll's? Ist mir ja egal. Wenn die das so bewerben, dann ist es halt wohl so. Mir geht es ja um den Inhalt. Und der Film hat schon Atmosphäre. Und für einen Euro habe ich ihn mitgenommen. Aber das Ende fand ich dann doch arg an den Haaren herbeigezogen und ein krasser Gegensatz zu dem, was der Anfang und eben der Mittelteil so bietet. Auch mit Wendecover. Bin ich mal sehr gespannt, ob er mich nochmal überzeugen kann oder ob ich ihn doch wieder verkaufe. Also, ja gut, was jetzt verkaufen? Found Footage ist es jetzt nicht. Also, hat aber so eine Art Found Footage. Aber es ist jetzt kein reiner Found Footage-Film. Dann kommen wir zu einem Film. Ja, den ich als Kind einmal gesehen habe, irgendwann im RTL-Nachtprogramm oder als Teenager, wenn man so will. Man's Best Friend mit Lance Henriksen. Ich kann mich nur noch an eine Szene erinnern, in der Uncut-Fassung übrigens, in der dieser Hund Säure gepinkelt hat, irgendeinem Polizisten oder was ins Gesicht oder auf den Körper, irgendwie sowas. Es war irgendwie ganz strange. Bin mal gespannt drauf. Also irgendwie hat er angeblich scheinbar ein paar blutige Effekte. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. It's Beethoven from Hell. Ja. In bester Stephen King-Tradition, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ab 18. Ja, mal gucken. Bin mal sehr gespannt drauf, ob der mich überzeugen kann oder wie. Ich habe bis auf diese Szene und dass da so eine Reporterin diesen Hund, es ist ein Versuchskaninchen oder halt, ja, aus einem Labor mitnimmt und ihn zu sich nach Hause holt und der Hund ihr ans Herz wächst und so weiter. Und Lance Henriksen will diesen Hund wieder einfangen oder töten. Irgendwie so war das. Keine Ahnung. Sieht aber ziemlich cool aus. Hier hätten wir noch eine Szene wohl aus dem Film und eben um was es geht. Ansonsten hat das Ganze nichts. Wendecover braucht es auch nicht, weil es noch einer der alten VÖ ist. Ich weiß gar nicht, von wann der Film ist, aber irgendwann aus den 90ern. Man's Best Friend. Gut, jetzt haben wir noch drei VÖs, dann sind wir durch. Dann habt ihr es geschafft. Kommen wir zu einem Film, der es endlich mal in meine Sammlung geschafft hat. American Werewolf in London. In der 2 Disc Special Edition.
von John Landis, wo ich immer noch sagen muss, die Verwandlungsszene von Mensch in Werwolf ist nach wie vor hervorragend umgesetzt, wurde zu Recht mit einem Oscar, glaube ich, belohnt und gilt auch für mich persönlich und ich glaube auch heute noch als eine der besten Special Effects in diesem Genre, sage ich jetzt mal. Ich sollte mir mal wieder, wie heißt der Film? The Howling, Teil 1 mal ansehen, wie da die Verwandlungen sind. Ich weiß gar nicht mehr, ob man da überhaupt welche sehen kann. Aber hier, diese ist wirklich hervorragend umgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Hier im schönen Schuber. Ich hoffe, ich kriege die Kleber da wieder weg. Das ist das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört. Wendy-Cover das Ganze auch. Über den Film brauche ich ja nichts sagen, den kennt jeder. Hier ist der Hauptfilm, hier sind die Extras. Wendy-Cover, wie gesagt. Also, da ist ein 100-minütiges Making-of mit drauf, habe ich mal nachgeschaut. Und nochmal irgendwas, I Walk with the Werewolf, mal gucken, was das ist. Vielleicht so ein bisschen labern die Leute so ein bisschen über den Film, lobpreisen ihn und so. Aber wobei man sagen muss, dieser Film hat diese Lobpreisung auch verdient. Der ist spannend, der ist witzig auch. Und gegen Ende auch recht dramatisch, wenn man so will. Der zweite hat mir jetzt nicht mehr so gefallen in Paris, aber naja, meine Güte. So, kommen wir noch zu einem Slasher, einem Blindkauf, keine Ahnung, A Crack in the Floor. Gary Busey, soweit ich weiß, hat da glaube ich eh nur einen Gastauftritt oder einen Kurzauftritt und Bo Hopkins spielt da glaube ich den Sheriff. Ja, ist halt dieser typische Slasher. Teenies gehen in den Wald, irgendwo in eine Hütte, in der irgendwie so ein deformierter Kerl wohnt und der dezimiert halt einen nach dem anderen. Bin mal gespannt ab 18. Er soll jetzt auch, glaube ich, nicht so blutig sein. Ist auch egal. Meine Güte, ist halt so. Schauen wir mal. Wieder ein Kandidat für den Slasher des Monats. Definitiv. So, und jetzt kommen wir zum letzten und zum Prunkstück. Sage jetzt mal Prunkstück. Zimmer 1408. Ich war lange am Hin und Her überlegen, soll ich mir seine Collector's Edition überhaupt gebraucht kaufen. Aber die kam hier wirklich in tadellosem Zustand an. Also ich kann jetzt so auf die Schnelle wirklich nichts entdecken, wo ich jetzt sagen muss, oh mein Gott, was haben die da mit mir gemacht? Also, sieht sehr geil, das spielt jetzt halt ein wenig. Diese VÖ wurde, glaube ich, auch schon x-mal vorgestellt mit John Cusack und Samuel L. Jackson. Ich fand ihn eigentlich recht cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat zwar mir ein bisschen was gefehlt, aber meine Güte. Das Besondere, warum jetzt Special Edition? Dieses hier ist der Deckel mit dem Schlüsselloch. Wie man sehen kann, ist hier dieses Mädchen zu sehen. Wenn ich jetzt den Deckel wegmache, haben wir hier noch eine, ja, Schutzhülle, wenn man so will, vielleicht. So, die machen wir weg. Hier haben wir eine Lasche. Das hebe ich jetzt mal hoch. So. Und hier haben wir so Kärtchen. Die Kärtchen bedeuten Folgendes. Ich kann das Ding jetzt wenden. Dann ist John Cusack zu sehen durch das Schlüsselloch. Oder Samuel L. Jackson. Oder eben John Cusack. Oder John Cusack. Und hier ist halt eben noch Beschreibung und was da drauf ist. Wir haben hier eine 3D Special Edition. Es ist drauf, der Director's Cut. Die Kinofassung. Ah, und das Bonusmaterial. Okay. Bin hier mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Fassung ich damals gesehen habe. Ich glaube, die Kinofassung. Mal gucken, was der Director's Cut so zu bieten hat. Wenn er was zu bieten hat, schauen wir mal. Also das Karo-Motiv ist mir doch am liebsten irgendwie. Schöner Oldschool-Horror. Also kann man nicht meckern, ist okay. Schauen wir rein. Hier, schön gestaltet. Also wie gesagt, ich kann jetzt hier echt auf die Schnelle nichts entdecken, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, diesen Kauf bereue ich. Hier ist ja alles kaputt. Nö, überhaupt nicht. Hier aber noch, naja, wieder so ein Postkärtchen. Tralala. Ja, hier haben wir einmal den Director's Cut, die Kinofassung und eben das Bonusmaterial. Schön gestaltet, auch der Hintergrund, wie ich finde, so. Also jetzt wie auf den Kärtchen kann man sagen. Hier einmal hier John Cusack vor einer Schlinge. Und John Cusack, wie er irgendwo am Fenster hängt. Am Türrahmen. Okay, im Türrahmen. So. Wie gesagt, über den Film brauche ich ja nichts sagen, denn
Haben ja schon x-mal welche vorgestellt, also nö. Wie gesagt, von der Verarbeitung her oder halt von dem dafür, dass er gebraucht ist, ist er wirklich in tadellosem Zustand. Kann ich wirklich nicht meckern. Danke an den, der es vor mir gehabt hat. Also, dass er es so pfleglich behandelt hat. Ich kann echt nicht meckern. So, machen wir zu. Legen das Ganze wieder rein. Nehmen wir da die Kärtchen dazu. Also ich lege das hier, das gefällt mir irgendwie am besten. So, ja, die Lasche lassen, dass ich da das auch wieder rausziehen kann. So. Und Deckel zu, Affe tot. Na, so. Und so sieht es dann wieder aus, wenn es geschlossen ist. Ja, das war jetzt mein neuestes DVD- und Blu-ray-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und wir sehen uns einfach, wie gesagt, und wie immer im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.